Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es mal wieder ein Food Diary geben. Ich habe euch ein paar Tage mitgenommen und zeige euch so, was wir essen. Und gerade auch der Sonntag, der bei uns immer sehr ungesund ausfällt. Ja, und ich hoffe, ihr habt viel Spaß an dem Video. Und dann geht's jetzt auch schon los. Morgens gibt's bei uns Nutella-Brot mit Erdbeeren und ein bisschen Banane bei Finn und eine Saftscholle. So, heute haben wir Sonntag, da essen wir immer, was wir wollen. Und das ist deswegen meistens was Ungesundes. Ja, also ich glaube, ungesünder geht's nicht, aber ich freue mich drauf. Also es ist ein paniertes Schnitzel und Nudelsalat. Ja, Finn sein erster Nudelsalat, bin mal gespannt. Und Cola, die ist allerdings immer noch Zero, weil der Geschmack keinen Unterschied macht für mich. Als Nachtisch gibt's jetzt noch lecker Schokoeis. Finn und ich haben jetzt noch diesen Kinder-Osterhasen geköpft. Was heißt geköpft? Eigentlich sind nur die Füße da. Ja. Und das ist der beste Hase überhaupt und schmeckt so toll. Und am liebsten würde ich wahrscheinlich noch einen zweiten essen. Heute ist wieder Montag. Es gibt Schwarzbrot mit Bällchenwurst, Gurke, Himbeeren, Paprika und einen Babybell Light für Finn. Hier gibt es jetzt also ein Brot mit Teewurst drauf, die ist von Du Darfst, die schmeckt mir aber nicht so, also ich kaufe mir auf jeden Fall wieder die vom Aldi. Dann noch die restliche Paprika, Gurken und Rettich und ich hoffe, die Portion reicht jetzt an Gemüse, dass ich nur ein Brot essen muss. Und dann gibt es noch eine Babybell Light. Zum Mittag gab es dann Rotkohlrouladen mit Knödeln und einer Gemüsesoße. Alles selbst gemacht. Es ist ein Weight Watchers Rezept und war ziemlich aufwendig, aber der Aufwand hat sich wirklich gelohnt. Dann gab es morgens mal Rührei mit ein bisschen Schnittlauch drin, Gemüse und ein Brot mit Teewurst. Und zum Nachtisch noch eine Grapefruit. Wir drei lieben Nudeln, das heißt, es darf auf jeden Fall auch auf unserem Speiseplan absolut nicht fehlen. Und dieses Mal gab es einen Nudelauflauf mit Paprika, Brokkoli und Erbsen und der war wirklich super lecker. Eher selten, aber durchaus kommt es vor, dass ich auch was Süßes Lust habe und dann habe ich mir einen Grießbrei gemacht, Zimt drüber gestreut und etwas Obst mit Banane, Erdbeeren, Blaubeeren und einer Nektarine. Es war natürlich auch super lecker, aber ich glaube, das sieht man auch. Dann habe ich mich mal an Enchiladas versucht und die waren so, so lecker. Die sind gefüllt mit Kidneybohnen, Mais und Paprika und etwas Zwiebel und Knoblauch kommt auch noch mit dran. Dann kommt das alles in einen Auflauf und eine Tomatensoße kommt drüber, mit Käse bestreut und dann ist es fertig und schmeckt super, super lecker. Bei uns gibt es meistens noch einen Nachtisch. In meinem Fall ist es hier der Optivell Vanillepudding mit Obst und Finn hat einen kleinen Obstteller bekommen. Ja, das war's schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dürft ihr mir gerne schreiben, was ich besser machen kann. Ich bin sehr gern für Feedback zu haben bisher. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.